So, liebe Leute, wahrscheinlich oder vielleicht oder wie auch immer die letzte Episode in diesem Let's Play. Ja, wir haben jetzt offscreen, oder ich habe jetzt offscreen auch die letzten Pfannwender gesammelt, die noch fehlten. Eine war in dem Quallensee, wo du den See trockenlegen musstest. Ein weiterer war wegen Patrick 20 Socken. Und ein anderer war, glaube ich, noch, den ich jetzt im Kopf habe, der war ja unten in dem Level mit dem fliegenden Holländer, da war noch eine Kiste, die auf Zeit geöffnet wurde und dann war noch ein Pfannwender drin. Ago, wir haben jetzt 75 und können uns jetzt heute dem Abfallheimer widmen. Oh, ein großes SpongeBob. Mit dem großen eckigen Kopf. Und mit dieser kurzen Hose, etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mein Tod sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Na, welche Überraschung. Ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Planktongehorchen umzulegen. Ach. Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hi, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy? Genug. Macht euch bereit für euren Untergang. So. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. Es kann losgehen. Oh. Begegnungen der schmerzvollen Art. Gib's ihm, SpongeBob. Und der Roboter ist am Boden. Oh, die Menschlichkeit. Oder soll ich lieber Fischlichkeit sagen? Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Oh, das tut bestimmt weh. Ja, das heißt natürlich nicht beabsichtigt. Scheiße. Aber rein theoretisch funktioniert so. Autsch. Autsch. So, die eine ist kaputt. Was? Schon hatte ich das Handels kaputt. Blasenpower. So, der nächste Treffer. Autsch. Hm. So, der nächste Treffer. Also ich bin natürlich halt vollkommen falsch auf dem falschen Winkel. Jout. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich muss mich natürlich wieder mal ein bisschen aufhalten. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, jetzt wollte ich es pissig. Ah, was mache ich da für einen Scheiß? Ich hatte es schon soweit. Autsch! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen.
So, du hast natürlich jetzt... So, da kriegt er nicht noch einen Sonne mit. Geh weg von mir. So, fünf. Was mache ich? Wieso springe ich immer nach hinten? Also rein theoretisch ist es so möglich. Hm. Aber habe ich die Hand noch erwischt? Nee, hab ich nicht. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Geh mir auf, ich sinke gerade. Jetzt habe ich noch was. Was? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber Volltreffer gelandet. Ouch. Was? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ist das Viech nicht da irgendwann? Mann! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Autsch! Oh, gekackt. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich komme! Autsch! Ah, wenn ihr mir nicht mit dem... So, die Geschichte ist auch Geschichte weg. Gar nicht ganz wichtig, den einen rein zu kriegen. Ich wollte mich auf die Nase gehen, auf Viere. Oder auch nicht. Ja, das war nicht verzichtet so. Hm. Ach man, stimme nicht blöd im Wege, dass ich den nicht da kämpfen kann heute. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Was? Was? Ihr gebt euch? Autsch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Aber getroffen habe ich dich noch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber einen habe ich doch erwischt. Mit der 4 ich immer runter. Oh, ich darf jetzt ja putzen. Tschüssi. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Geschichte?
Dreier. Das sind deine Punkte noch. Nach deiner Seite. Nein, ich hab den doch runtergehabt, bis auf einen. Ah, so. SpongeBob an Einsatzleitung, es kann los. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ah, Mann, dieses Scheißding. So, du bist auch weg. Ich sehe nicht, der mit dem Scheißroboter geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel. So, der hat's gesessen. Ich hab die beiden von der Seite weg. Ich hab doch drei Leben. Warte, ich muss mal ganz kurz gerade den Stopp machen, weil mein Fernseher sich ausschalten will. Ich weiß jetzt, ich glaube, ich krieg jetzt relativ zeitnah runter. Nein! So. Nein! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen hoffen, dass ich das. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Komm, schlag. Nein! Darf ich dich schlagen? Ich komme. Jetzt haben wir den vorletzten. Ich dachte, vielleicht kriege ich die Hände weg von ihm. Einen muss er noch treffen. So, weg jetzt oder was? Wollen wir Feierabend jetzt? Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Das ist die Taktik. Du musst versuchen, dass er sich schlagt. Dann bleibt er nämlich im Moment stehen und dann kann er sagen, machbar. Nein, ihr Tölpel hat meine wunderschöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagte er heiraten? Ich repariere dich, Baby. Oh, ich will was? Nein, Patrick, ich glaube dir. Grüße. Bitte was?
SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboter Plankton, hier komme ich. Das wird mir gerade alles so merkwürdig. So, und jetzt? Bitte was? Alter, was ist das für Level jetzt noch? So, den machen wir mal kurz kleiner. Oh, Alter. So, und jetzt? Wie soll ich da jetzt rüberkommen, oder was? Aha. Geschichte. Uppa. Mein Vorteil hat die Rakete hat's nicht erwischt. Also die Rakete hat sie... So, jetzt mache ich ihn mal kurz platt hier, bevor der noch den Roboter ausspucken kann. Wo ist denn der jetzt? Da. So, dann hat sie auf jeden Fall den nochmal gut an, ja, genutzt. Was? Okay. Was für ein Level, ja? Der Abschluss nochmal. Heiser wieder. Einsatzleitung. Es kann losgehen. Nennt mich auch. So, der ist Geschichte. So, der ist jetzt weg. So, haben wir jetzt nochmal Kollegen genommen oder was? Ja, da ist er doch schon. Nein! Das ist wahrscheinlich der finale Endgegner dann am Ende. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier jetzt erstmal weitermachen. Frage, wie viele sind das von denen? So, der ist weg. ...998... ...999... ...1000... ...bereit oder nicht, ich komme! Da unten ist noch einer. Blasenpower! Nein, was ist das? Blablabla. Komm auch noch mal dazu. Geschichte auch weg. Ja klar. Out! Out! So, die sind alle weg, die Typen. Wo ist mein bester Freund hier? Hier ist er. Da ist er weg. So. So, ist er jetzt weg oder was? Nee, da ist noch einer. Minimum noch einer. Da ist nochmal so ein Flugheini. So, du bist weg. Ach, du großer Schinken. Oh, Alter. Den hab ich verstanden.
Ja, der ist weg. So, der hat, glaube ich, jetzt gar keine mehr ausgespuckt, wenn ich richtig gesehen habe. So, wo ist der Typ jetzt hier hin? So, vier mit Blasi Blasi machen. Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen jetzt. Okay, wir sind oben drüber wahrscheinlich. Oder kann ich daneben? Kann ich die wegschießen? Die? Nee, kann ich nicht. Vorbei geht auch nicht, oder was? Hm. Ja, geht wohl. Haben wir jetzt noch mal einen oder wie sieht das jetzt aus? Ist jetzt hier Feierabend irgendwann in der Nummer? Jetzt sind wir schon immer. Tschüss. Ja, ja, das war jetzt keine Absicht. Scheiße! Zu kurz gesprungen. Wie weit fällst du eigentlich, Kollege? Ich frage, wie weit darf ich jetzt, werde ich jetzt zurückgesetzt? Weil ich hoffe nicht. Nein, kann ich, okay. Tschüss. Ist ja schlimm jetzt. Ist das nicht schlimm? Die ganzen Hunden jetzt gehen mir. Sind mir jetzt mehr herzlich egal. So. So, wie viel Finale ist noch jetzt? So, den habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile. Nee, das war noch der. Nach der. Der war das. Mann, ich krieg den nicht! Weil der mich irritiert, der Typ. Ich will diese Scheißpistole jetzt haben. Ich will die Nummer jetzt einfach mal durchhaben, ey. Boah. Das ist nämlich, wie gesagt, ist, glaube ich, der letzte sogar. Also, wenn ich den jetzt wirklich habe, ist hier. Wenn Spongys Gehirn, glaube ich, ist das letzte überhaupt. Warte mal, wo sind wir? Tschüss! Mann! Der scheiß Flugroboter. Es war mir eh klar, dass das Plankton mit der ganzen Nummer nicht durchkommt. Also, dazwischen irgendwie so ein bisschen zu tun hat. Tschüss! Hä? Hab ich das blöd oder so? Ich glaube, das ist jetzt nur. Ich glaube, ich muss den jetzt wegschießen oder was? Fehlt dir nicht irgendwas? Muss ich hier weiter? Wo will ich da jetzt hin? Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Geht es hier irgendwie nicht weiter? Oder? Ich komme. Ach, da unten rein oder was? Oder weißt du, irgendwas reinschießen? Ja! Ah, okay. Und jetzt wahrscheinlich darüber und dann auf der anderen Seite auch nochmal die ganze Nummer. Okay, das erklärt es jetzt wieso.
Oder? Fragezeichen. Ja. Komme ich jetzt irgendwie weiter oder komme ich jetzt irgendwie rein da an die Nummer und kann ich dann so wegknallen oder was? Oder muss ich da jetzt irgendwie nochmal. Hat da jetzt irgendwas so. Ne, jetzt hat das nichts damit zu tun, hä? Hey? Ah, da ist auch noch eins. Das haben wir. Oder? Sind wir durch, glaube ich, ne? Okay, auf die Nummer muss ich erstmal kommen. Aber es ist geil gemacht. Das sehen wir nochmal. Und jetzt nochmal das Ende machen oder was? Mit der. Jetzt Plankton nochmal erledigen oder was? Ich glaube ja. SpongeBob, du hast es geschafft! Was denn? Was? Oh, ah. Tja. All meine Pläne! Ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt! Du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom. Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm. Oh, oh. Ich vernichte dich. Du vernichtest mich. Ich vernichte dich. Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja, ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Ich dachte, wir müssen den Donner besiegen. Du dummer Roboter! Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule, du übergroße Kaffeemühle! Ach ja? Dir zeig ich's! Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss! Nächstes Mal mache ich das richtig! Ja, ist klar. Autsch! Wir haben gewonnen! Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich! Oh ja, Eiscreme! Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Sandy. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfrau-Mann und Blaubarschbube geben nie auf, also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Ah, aber wir sind fertig mit dem Let's Play. Ja, genau, so ist es. Ich bin Rolltastisch. Es glänzt. Ja, das war, liebe Leute, das war auf jeden Fall... SpongeBob Schwammkopf Battle für Bikini Bottom. Und ja, danke fürs Zusehen. Auch wenn es, wie gesagt, mal Momente gab, wo es ein bisschen frustrierend war. Also es gab zumindest mal so den kleinen ein, zwei Momente. Jetzt mal ein bisschen das hier zum Abschluss. Bisschen Just for Fun. Ja. Komm ich da rein irgendwie, ne? Naja, wie dem auch sei. Danke, auf jeden Fall. Fürs Zusehen, wie gesagt, es gab auch Momente, wo ich mir echt gedacht habe, boah, nee, ey. Aber jetzt allein mit dem fliegenden Holländer, die Nummer, die mit dem Schiff und alles drum und dran, wo ich dann so ein bisschen hin und her musste. Wir haben zwar nur 77 Dings und. Ja, 29 Socken hatten wir. Aber wie immer sei. Ich war ja kein 100% Let's Play. Ich war jetzt so ein reines Story-Let's Play, so ein bisschen Just for Fun.
Womit es dann ab morgen weitergeht, da schwank ich noch so ein bisschen. Ich habe so ein, zwei Ideen, drei Ideen. Vielleicht nochmal irgendwie so ein Fun-Let's Play. Vielleicht machen wir aber auch mal ein bisschen was anderes. Ja, ich habe so einige Dinge noch im Kopf. Und beziehungsweise ich habe noch einige Spiele hier, wo ich sage, die würde ich auf jeden Fall noch machen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich lasse mir bis dahin was einfallen, worum ich Bock drauf habe. Und ja, danke wie gesagt fürs Zusehen. Auch wenn es immer zwischendurch ein bisschen frustrierend war und ich mich ein bisschen abgefuckt habe da auf manchen Dings. Aber es ist halt einfach so. Es ist trotzdem. Ich bin ehrgeizig. Ich will die Dinger beim ersten Mal schaffen. Wenn ich das beim 10. Mal nicht schaffe, dann nervt es halt irgendwann einfach. Naja, okay. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Und hier kann ich mal kurz speichern. So, ja, Ende. Alles vorbei. Naja, wie gesagt, morgen gibt's was anderes. Tschüss.